Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch ein 80-plus-Gold zertifiziertes Netzteil im PC verbaut haben. Noch Jahre davor habe ich und sicherlich auch ihr irgendwann einmal eine Bronze-zertifizierte Einheit besessen. Heutzutage würde man dies im Volksmund vielleicht nicht mehr zeitgemäß nennen. Doch warum gibt es nach wie vor Netzteile mit Effizienzklasse Bronze? Und sollte man sich im Jahr 2022 noch ein solches nach Hause holen? Hierfür passt das heutige Enermax Marblebron RGB in der 850 Watt Ausführung ziemlich gut, um dem mal genauer auf den Grund zu gehen. Dabei handelt es sich um eine semi-modulare Einheit mit 80 plus Bronze-Zertifizierung, hochwertigen japanischen Kondensatoren sowie, na klar, RGB-Beleuchtung. All das lässt einen Preis von derzeit 93 bis 100 Euro walten, für die 850 Watt Ausführung natürlich. Lohnt sich also das Sparen an der Effizienz oder spart man vielleicht am ganz falschen Ende? Welche Bedenken gibt es? Das versuchen wir heute herauszufinden. Der Lieferumfang fällt wenig spektakulär aus. Einfach das Netzteil selbst, die modularen Kabel sowie Netzkabel, vier Schrauben und zu guter Letzt Anleitung und Aufkleber. Letzteres ist wohl für die eine nackte Netzteilseite vorgesehen. Vorab will ich darauf hinweisen, dass das heutige Marblebron Teil Enermax Mainstream-Serie von Netzteilen ist. Dafür, dass es sich hierbei um eine 850 Watt Einheit handelt, ist diese mit einer Länge von bloß 140 mm ziemlich kompakt gehalten. Lob verdient von mir jedenfalls auch die schöne Lackbeschichtung, so wirkt alles einen Tick hochwertiger. Leider sprechen wir hier von einem semi-modularen, also teilmodularen Netzteil, was so viel heißt, dass die notwendigsten Kabel bereits fix am internen PCB angelötet sind, daher nicht abnehmbar sind. Finde ich nicht schlimm, doch richtig zeitgemäß ist das sicherlich nicht. Hinter dem Lüftergrill verbirgt sich ein konstant laufender 120 mm großer ARGB beleuchteter Lüfter mit Twisterlager, wovon Enermax verspricht, er würde bis zu einer Netzteilauslastung von 40% maximal nur 14 Dezibel laut werden. Das kann ich tatsächlich so auch bestätigen. Der Lüfter werkelt durchgehend leise, kann aber theoretisch bei Maximallast bis zu 28 Dezibel aufweisen, laut Herstellerangabe. Die Beleuchtung finde ich schick, eine solche gibt es aber nur in der 850 Watt Variante in der Produktreihe. Neben Netzeingang befindet sich auch eine Taste, mit der zwischen 14 verschiedenen RGB-Effekten umgeschaltet werden darf. Durch gedrückt halten dieser Taste schalten wir außerdem in den Synchronmodus mit unserem Mainboard, denn das Marblebron RGB verfügt noch dazu über einen Standard 3-Pol-ARGB-Anschluss. Ob man nun auf beleuchtete Netzteile steht, sei mal dahingestellt. Doch was feststeht ist, dass die meisten PC-Gehäuse heutzutage nun mal unseren lieben Stromspender im Verborgenen halten, mit wenigen Ausnahmen da draußen. Richtig sinnvoll finde ich Beleuchtung hier also nicht und würde mir stattdessen lieber einen Straßenpreis von unter 90 Euro für 850 Watt wünschen. Nun zum Technischen. Dabei handelt es sich um eine Single-Rail-Einheit, also hier werkelt nur eine einzelne 12-Volt-Schiene, die 70 Ampere bereitstellt. Schutzschaltungen sind hier soweit fast alle an Bord. Einzig OCP, also Überstromschutz, fehlt hier. Ist das denn nicht kritisch gefährlich und lässt die Einheit auf Anhieb im Test durchfallen? Nein, keineswegs. Man muss bedenken, dass so einige Single-Rail-Netzteile über kein OCP verfügen, weil eben der OPP-Schutzmechanismus, sprich Überlastschutz, greift und die Aufgabe von OCP bei einer einzelnen 12-Volt-Schiene übernimmt. Hier also kein Grund zur Panik. An Stromanschlüssen mangelt es glücklicherweise nicht. So bekommen wir die erwarteten 2 Stück 8-poligen CPU-Stromanschlüsse, 4x PCI Express 8-Pol, 8x SATA, 4x Molex und 1x FDD. Nichts hier ist mit Nylon ummantelt oder anderweitig gesleeved. Stattdessen bekommen wir hier Flachbandkabel, die mir persönlich immer gut gefallen haben. Ein paar dieser Kabel zählen aber definitiv nicht zu den längsten, doch als angemessene Länge geht das noch locker durch. Beschäftigen wir uns doch kurz einmal mit der Effizienz. Im Bestfall wird vom Hersteller ein maximaler Wirkungsgrad von 91% angegeben, und zwar bei 50% Netzteilauslastung. Im Durchschnitt hätten wir es wohl mit einer Effizienz von 88% zu tun.
Rein theoretisch also, nach offiziellen Sollwerten für die einzelnen Effizienzklassen, ordnet sich das Marble Brun wohl irgendwo zwischen 80 plus Bronze und Silver ein. Anhand meiner Tabelle sieht man auch recht gut, dass zwischen Bronze und den sehr geläufigen Goldeinheiten bei 50% Last 4% Wirkungsgrad liegen. Besonders bei hohen Stromverbräuchen können sich die 4% merkbar auf die Stromrechnung auswirken, je nachdem, wie pingelig man letztendlich ist. Also fest steht, dass man auf eine Bronzeauszeichnung im Jahr 2022 nicht mehr stolz sein kann. Von unbrauchbar ist aber auch nicht die Rede, wenn wir uns später die tatsächlichen, gemessenen Stromverbräuche ansehen. Bevor wir dazu kommen, steht aber noch der Blick unter den Netzteildeckel bevor. An der Stelle muss ich warnen, dass das Öffnen von Netzteilen und die Berührung bestimmter Komponenten darin unter Umständen lebensgefährlich sein kann. Des Weiteren muss ich unbedingt darauf hinweisen, dass man mich nicht als Netzteil- oder Elektrikprofi bezeichnen darf. Mir sind nur die Basics bekannt, kann daher nicht allzu sehr ins Detail gehen. Zuerst einmal kann ich ein Lob für die aufgeräumte Plattform aussprechen, die meines Erachtens nach vom OEM CWT stammt. Zum Einsatz kommt hier tatsächlich eine Full-Bridge-Topologie mit LLC-Resonanzwandler und Synchrongleichrichtung bzw. SR-Technik. Auf der Sekundärseite befinden sich dann natürlich auch DC-DC-Spannungswandler. Auf der Primärseite begrüßen uns da bereits zwei Stück 400 Volt 330 Mikrofarad Elektrolytkondensatoren aus dem japanischen Hause Toshin Kogyo mit angegebener Maximaltemperatur von 105 Grad Celsius. Sehr gut. Was ich dann auf der Sekundärseite erblicke, kann ich nicht zu 100% identifizieren und zuordnen, doch ich nehme stark an, dass es sich um Asia X Kondensatoren handelt und wenn ich hier nun nicht total daneben liege, sind das welche aus China. Könnte mir dies jemand bestätigen, so hieße dies, dass Enermax etwas geflunkert hätte. Das Handtuch muss sich leider bei der Identifizierung der verbauten Feststoffkondensatoren werfen. Keine Ahnung, wer diese baut. Über ordentliches Testequipment für Netzteile verfüge ich selbstverständlich nicht. Von daher muss ich mich mit Hausmannskost begnügen. Angefangen bei der gemessenen Spannung bei sowohl geringerer als auch mittlerer Auslastung. Wenig überraschend befindet sich hier alles im grünen Bereich, sodass wir uns gleich zum gemessenen Stromverbrauch und somit zum Test Effizienz vorschleichen können. Auch hier wird klar, dass es sich zweifelsohne um eine 80 plus Bronze Einheit handelt, denn bei identischem System wird mit dem Marble Brun oder auch anderen Bronze Netzteilen ungefähr 20 Watt mehr Strom aus der Steckdose gezogen als mit effizienteren 80 plus Gold Modellen. Warum also greift man 2022 noch zu Bronze? In vielen Fällen wäre es wohl eine Sache des Preises. Nur betrachtet man den aktuellen Marktpreis des heutigen Marble Brun RGB im Preisvergleich, ist das Netzteil mit 850 Watt Leistung kaum spürbar preisgünstiger als selbsteffizientere Vertreter der Konkurrenten, als auch Enermax selbst. Für nur einen kleinen Aufpreis gäbe es bereits Modelle, die ebenfalls 850 Watt bereitstellen, dafür aber bei höherer Effizienz von 80 plus Gold. Dazu kommt oft noch kein semi-modulares, sondern vollmodulares Design mit einher. Einzig womit das Marble Brun von Enermax auf den ersten Blick wohl punkten kann, ist die ARGB-Beleuchtung, die aber bei Netzteilen grundsätzlich meiner Meinung nach nicht viel wert ist. Handelt es sich dabei also um ein schlechtes Netzteil? Nein. Man kann es sich durchaus zulegen, doch ehrlich gesagt gibt es Modelle, die besser zum Preis stehen, sowohl von Konkurrenten als auch Enermax selbst. Grundsätzlich konnte ich nur gute Erfahrungen mit Enermax-Einheiten machen, verwende auch mehrere in meinen PCs. Mit dem heutigen Marble Brun RGB werde ich leider aber nicht so recht warm und habe Bedenken, eine Kaufempfehlung dafür auszusprechen. Lieber ein paar Euro mehr ausgeben und ein richtig tolles Netzteil kaufen, das in allen Bereichen punkten kann. Egal ob jetzt von Enermax oder einer anderen renommierten Marke. Und schon sind wir am Ende des Videos angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, Leute.